Die Politik macht uns wieder Angst mit einem exponentiellen Wachstum. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Stimmt das? Stimmt es nicht? Vor kurzem gab es ein Video mit Jens Spahn, wo er davor gewarnt hat, dass wir möglicherweise bald im Oktober bei einer 800-Inzidenz sein könnten. Aus meiner Sicht schwanken wir so ein bisschen hin und her. Mal ist die Inzidenz 50, mal 80. Jetzt aktuell liegt sie bei etwa 11. Und heute habe ich mir mathematische Unterstützung mitgebracht, damit wir es verstehen, ob wir in diesem exponentiellen Wachstum drinstecken werden oder nicht. Und das ist kein geringerer als ein früherer Mitglied der Leopoldina. Es ist Professor Stefan Luckhaus und er war früher auch Senator der Sektion für Mathematik an der Leopoldina. Also ein großartiger Mathematiker. Herr Professor Luckhaus, danke, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ich tue das gerne. Super. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Erklärung, würde ich einmal den Jens Spahn zu Wort kommen lassen. Also ein kurzes Video, ein Einspieler aus YouTube, was Herr Spahn vor 2 Tagen gesagt hat. Wenn wir das jetzt so also sich weiter fortentwickelt wie in den letzten 3, 4 Wochen, wir haben Stand jetzt eine Verdopplungszeit von etwa 10, 12 Tagen. Das ist ja das Problem immer mit dem exponentiellen Wachstum, dass man sich das so schwer vorstellen kann. Wir liegen heute bei 11, 12 Inzidenz. Wenn sich das so weiter verdoppelt in alle 12 Tage, dann werden wir im September die 400 überschreiten. Im Oktober 800 Inzidenz. So, jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich mit der Impfquote für auch Intensiv- und Hospitalisierung? Also Stand heute. Wenn Sie einfach schauen, wir haben 75% der über 60-Jährigen, die sind vollständig geimpft, 3 Viertel, 1 Viertel nicht. Wenn Sie die Maßzahlen nehmen, können Sie sagen, 200 ist das neue 50, das Vierfache. Wenn Sie es einfach mal herleiten aus dem, was an Belastung entstehen kann und entstehen würde bei einer 50er-Inzidenz für das Gesundheitswesen. Das müssen wir und werden wir jetzt mit den Ländern, mit dem Robert-Koch-Institut, mit anderen auch in den Modellierungen weiter besprechen, dieses Zusammenspiel der Kennziffern sozusagen. Aber wir sehen ja im Vereinigten Königreich, auch mit einer sehr, sehr hohen Zahl von Geimpften ist dann, wenn sonst gar nichts mehr gilt, zumindest noch in dieser Phase der Pandemie, das nicht folgenlos. Ja, das war also in aller Kürze Jens Spahn, der gesagt hat, wir haben große Inzidenzen zu befürchten. Und wie gesagt, ich bin tatsächlich verwirrt, weil seit März 2020 ist die Rede vom exponentiellen Wachstum. Und in der Schule hatte ich gelernt, exponentielles Wachstum, das entwickelt sich rasant, Verdopplung. Ich erinnere mich noch an das Schachbrettbeispiel. Ein Reiskorn auf dem ersten Brett, das zwei Reiskörner auf dem zweiten, vier auf dem dritten. Und dann landet man irgendwo bei 14 oder 18, glaube ich, Billionen oder Trilliarden sogar. Und ja, aktuell sind wir bei 11. Das schwankt natürlich ein bisschen hin und her. Und Herr Luckhaus, ich bin super gespannt. Ich weiß gar nicht, was Sie antworten werden. Wie ist es denn mit dem exponentiellen Wachstum rein aus mathematischer Sicht? Ja, vielen Dank. Ich versuche, das vielleicht zu erklären. Als Mathematiker hat man immer gerne die Tafel dabei. Ich drehe mal eben die Kamera, sodass Sie die Tafel sehen können. Ich habe da etwas vorbereitet, wo ich das besser dran demonstrieren kann, worum es sich hierbei dreht. Jetzt muss ich etwas das alles drehen. Mal. So. Ich glaube, das geht ungefähr. Ja. Ja. Das würde ich dann in der folgenden Weise Ihnen, ich muss das Fenster da, super, Entschuldigung. So, ich würde das in der folgenden Weise erklären. Wir haben in der Epidemiologie oder wenn wir diese Epidemien beschreiben, dann haben wir eine sogenannte Differentialgleichung, die das beschreiben. Und diese Differentialgleichungen, die führen darauf, dass wir sozusagen einen Kurvenverlauf haben, der den Zusammenhang darstellt zwischen den Infizierten. Da könnten Sie sowas wie die 7-Tage-Inzidenz als Maßzahl nehmen und andererseits all denen, die diese Krankheit schon durchlaufen haben und dann natürlich immunisiert sind. Auch da gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Zweifel. Die Immunisierung verliert man im Wesentlichen nur dadurch, dass eine andere Variante auftaucht.
Also man schreibt das dann immer in dieser Variablen S, und diese Variablen S, die ist einfach das, was übrig bleibt. Also das sind die, die noch nicht immunisiert sind und auch noch nicht infiziert sind. So, diese Funktion, wie Sie sehen, die ist, wenn Sie das auftauchen, die hat natürlich so einen Verlauf. Irgendwo erreicht sie mal ihr Maximum und dann geht sie wieder zurück. Denn es kann ja nicht sein, dass die Menge der Infizierten mehr als 100% wird. Also mit anderen Worten, die Sache dieses Reiskornbrett, das funktioniert halt nicht. Und das haben wir ganz generell in der Mathematik. Was wir hier eben halt tatsächlich hinschreiben, ist ein Kurvenverlauf. Und das läuft immer so, ich starte mit, in diesem Fall sind es Infektionen, null Infektionen. Das ist ein Zustand, der instabil ist. Deshalb bleibe ich nicht in diesem Zustand. Und ich durchlaufe eine Kurve, eine sogenannte Trajektorie, und komme dann zu einem anderen Zustand, der stabil ist. Das ist das Ende der Epidemie. So, und diese Epidemie, die sehen Sie aber, wenn Sie das zeitlich angucken, sehen Sie das als eine typische S-förmige Kurve. Das ist diese blaue Kurve hier. Und die in diesem Fall startete, da hatten Sie null Infektionen. Und am Ende ist dieses, gibt es immer noch, das habe ich hier mit diesem komischen S unendlich bezeichnet, gibt es immer noch natürlich einen kleinen Teil der Bevölkerung, 1 minus S unendlich, der nicht infiziert worden ist. Und gegen diesen Teil der Bevölkerung, wenn Sie sich das angucken, das ist fast symmetrisch. Das heißt, Sie haben hier, was man als einen exponentiellen Abfall bezeichnet. Und wir haben hier an dieser Stelle so etwas wie ein exponentielles Wachstum. Aber in der Mathematik ist das immer so. Wenn immer ich aus einem, mit einer gewöhnlichen Differentialgleichung aus einem instabilen Punkt herauskomme, habe ich immer einen Exponenten, mit dem das Wachstum am Anfang losgeht. Nur, das bleibt eben halt nicht. Das geht relativ bald, gehen wir von diesem exponentiellen Wachstum, was immer benannt wird, zurück, sondern ich komme dann eben halt auf einen maximalen Wert und dann geht es runter. Und das ist das, was man sich immer vorstellen muss. Und das ist das, was wir auch erwarten müssen. Auch im Herbst, aber das muss ich auch sagen, müssen wir eben halt erwarten. Das ist eine ähnliche Situation gibt wie im vergangenen Herbst, weil einfach neue Varianten kommen und die Immunisierung, die wir haben, ob man nun geimpft ist oder ob man, wie die meisten Leute inzwischen mit Sicherheit das haben, schon einmal mit dem Wuhan-Virus, also dieser Variante, die es nicht mehr gibt, ob man damit sich infiziert hat. In allen Fällen hat man keinen vollständigen Immunisierungsschutz gegenüber der neuen Variante, die im Herbst kommen wird, denn die kommt ja gerade deshalb. Und wenn man darauf wartet, dass sie im Herbst erst sich ausbreitet mit dieser witterungsbedingt größeren Ansteckungsrate, dann wird man eben halt, wie auch in diesem Jahr, einen sehr starken Verlauf haben. Das heißt, man wird, ich habe das in einem anderen Video erklärt, man wird eben halt auf einer solchen Kurve sitzen. Und wenn man dagegen im Frühjahr oder im Sommer jetzt nicht zu sehr auf die Bremse tritt, dann wird es auch dort schon eine gewisse Immunisierung, also das heißt aber auch Infektionen gegeben haben. Und dann wird es eben halt im Herbst weniger schlimm ausfallen. Letzten Herbst hatten wir das. Die eine Kurve ist praktisch Sachsen und die andere Kurve ist eben halt Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Ich sollte aber auch noch zu diesen Inzidenzen etwas sagen. Ich drehe das noch ein ganz klein wenig rum. Also, was ich auch erwähnen sollte, ist, wenn von diesen Inzidenzen die Rede ist, diese Inzidenzen haben mit der Realität relativ wenig zu tun.
Ich habe hier nochmal das in einem anderen Interview hier mit dem Herrn Steck, glaube ich, das etwas ausführlicher erklärt. Was ich hier gemacht habe, ich habe verglichen, was während einer Studie herausgekommen ist im öffentlichen Nahverkehr, nämlich für über 5 Wochen, zwischen Kalenderwoche 7 und 12 war das, haben sich 4% einer Testgruppe infiziert. Das ist nachgewiesen, dass das diese 4% waren. Und wenn man das war ein Rhein-Main-Gebiet, und wenn man das vergleicht mit dem, was die addierten 7-Tage-Inzidenzen in Rhein-Main-Gebiet, ich habe das hier für Mainz gemacht, aber das geht genauso für Offenbach, für Darmstadt und wo auch immer, dann kommen Sie auf so ungefähr 2,5 Promille. Ja? Also 4%, 2,5 Promille, das ist ungefähr dieses Verhältnis. Also es kann überhaupt gar keine Rede davon sein, dass diese Inzidenzen irgendetwas damit zu tun haben, mit der Realität, damit wie viele Leute das gehabt haben, wie viele Leute immunisiert sind, aber eben halt nur teilimmunisiert, nämlich immunisiert, vollständig immunisiert, die meisten, gegenüber der Variante, die sie hatten oder gegen die sie geimpft worden sind, aber nur teilweise immunisiert, also kreuzimmunisiert, wie wir so sagen, gegenüber den neuen Varianten. Was wir erwarten, ist, dass trotz allem, obwohl natürlich die neue Variante, die sich am leichtesten durchsetzt, die meisten Leute ansteckt, sich durchsetzen wird und im Herbst uns heimsuchen wird, dennoch hoffen wir, dass, so wie sich das im Augenblick andeutet, bei den Geimpften, aber auch bei den anderen, die Ansteckungsrate ein wenig zurückgeht, aber vor allen Dingen die Rate der schweren Fälle um, ich sag mal, den Faktor zwischen 1,5 und 3 zurückgeht. Das hängt von dem Alter ab und das hängt von allem Möglichen ab und ist auch nicht hundertprozentig klar, wie es ist. Und wir hoffen das nur, weil wir ja auch nicht wissen, welche Variante es wirklich ist. Ich würde sagen, zur Panik ist überhaupt gar kein Grund, aber es ist wichtig, sich klarzumachen. Es hängt nur auch die Schwere der Erkrankung, hängt nicht nur davon ab, dass man sich infiziert, sondern sie hängt auch davon ab, wie man sich infiziert und in welchem Zustand das eigene Immunsystem ist. Der Herbst ist schlecht. Der Sommer ist viel harmloser. Und das könnte, ich kann es nicht beweisen, aber ich habe versucht, das auch nachzurechnen, es könnte sein, dass das ein Faktor 10 oder mehr ist in der zwischen Sommer und Herbst. Und das wäre natürlich gewaltig. Das wäre viel mehr als der Unterschied zwischen der Erstinfektion mit der ersten Variante, die man sieht, und einer Reinfektion mit einer anderen Variante. Das kann ich natürlich nicht beschwören, aber ich habe viele Hinweise darauf, dass es stimmt. Ja, vielen Dank. Ja, danke, Herr Luckhaus. Und ich habe eine allerletzte Nachfrage. Und zwar ist es ja nicht jeden Tag, dass ein Gesundheitsminister über exponentielles Wachstum spricht. Das ist ja eine besondere Zeit. Jetzt bin ich, wie gesagt, kein Mathematiker, aber bei der Grippe, bei der Influenza, haben wir ja manchmal in den letzten 5 Jahren auch dramatische Zahlen gehabt, also knapp 30.000 Tote. Da könnte man ja wiederum auch sagen, und korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstanden habe, dass es in der Herbst-Wintersaison natürlich einen exponentiellen Anstieg gibt. Aber dann gibt es eben auch wiederum im Frühjahr und im Sommer einen exponentiellen Abfall, von dem Sie gesprochen haben. Nein, ich will Sie jetzt korrigieren. Lassen Sie mich gleich korrigieren. Es ist sozusagen, was wir immer beobachten und auch während dieser Grippewellen beobachten, es ist nicht eine Grippewelle. Wahrscheinlich ist diese ganz starke Grippewelle, die wir 1917, 18 hatten, auch die Überlagerung in Wirklichkeit von 2 Grippewellen mit 2 Varianten, also ganz ähnlich, wie wir das jetzt mit dem Covid haben. Das sieht man den Zahlen so ein bisschen an. Aber der eigentliche Punkt ist, die Welle, die wir im Herbst haben, ist witterungsbedingt eine andere als die, die wir im Sommer haben, wenn wir eine haben. Das heißt, was passiert ist, die Ansteckungsrate wird sehr viel höher. Und wenn diese Ansteckungsrate sehr viel höher ist, dann ist ein Zustand, der vorher stabil war,
nicht mehr stabil. Das heißt, sie haben sozusagen eine Frühjahrswelle gehabt mit einer Variante. Diese Variante ist noch in der Lage, eine zweite Welle zu starten unter den Witterungsbedingungen im Herbst. Das ist das, was wir sehen. So, und jetzt haben Sie immer diese Kurve, die ich eben gezeigt habe. Und diese Kurve sieht so etwas aus, die ist praktisch symmetrisch. Das ist nicht ganz richtig. Aber sie ist so etwas wie fast symmetrisch. Das heißt, sie hat immer am Anfang, all diese Kurven haben am Anfang eine kurze Phase, wo sie aussehen, gerade wenn es losgeht, wo sie aussehen wie ein kleiner Teil der Exponentialfunktion. Das ist so. Ja, das ist immer so. Das muss einem überhaupt gar keine Sorgen machen. Von daher, wenn dieses exponentielle Wachstum frühzeitig gekappt wird. Und das ist genau der Punkt. Wir haben immer, wie gesagt, wir haben immer ein exponentielles Wachstum am Anfang. Wir haben immer ein exponentielles Abklingen. Und wir haben immer, fast immer, diesen Effekt, dass es nicht nur eine Epidemie gibt, sondern dass es mehrere epidemische Wellen gibt. Und diese epidemischen Wellen selbst sind aber relativ kurz. Also die dauern vielleicht 2 Monate oder sowas vielleicht auch 3 Monate. Aber nur um das mal so zu sagen. Also die Größenordnung ist nicht mehr als ein Vierteljahr. Und das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Wir sind im Augenblick in einer milderen Welle drin. Natürlich, wir haben ja auch schon wieder eine neue Variante, nicht? Auch die britische Variante ist ja auf dem Weg, sich zu verabschieden. Heute sprechen wir ja von der indischen Variante oder Delta-Variante, wie man sagt, in England auf jeden Fall, aber auch in Schweden und Deutschland auf dem Vormarsch. Und das kommt aber jetzt zu Witterungsbedingungen, die eben halt das Ganze sehr viel weniger dramatisch machen. Okay, wunderbar. Ich hoffe, ich habe Ihnen das so ein bisschen erklärt. Aber was ich auch sagen möchte, ist es ganz klar, dass das ein Märchen war, uns zu erzählen, dass die Impfung die Verbreitung verhindert. Das tut es nicht. Genauso wenig wie die, also man kann davon ausgehen, weil eben halt diese neuen Varianten ja dann gerade erfolgreich sind, als Virus erfolgreich sind, wenn sie sich nicht aufhalten lassen durch die Immunisierung, wenn also die Ansteckung von der Immunisierung durch die alten Varianten nicht betroffen wird, es wird immer die neue Variante praktisch Ansteckungen erzeugen. Und wenn man PCR-Tests macht, wird man die auch alle finden, wenn man sehr gewissenhaft diese Tests macht, wird man eben mal 4% finden statt 0,24%. Das ist nun mal so, aber das heißt ja nicht unbedingt, denn davon hat der Virus gar nichts, sage ich mal so. Das heißt ja nicht, dass er auch gefährlich ist, dass also mit anderen Worten die Letalität dieses Virus höher ist als die vorher. Nein, es kann ganz im Gegenteil so sein, dass die Letalität stark abgenommen hat. Es kann aber auch eben halt sein, wie bei der Grippe auch, dass wir in einem Jahr wieder eine höhere Letalität haben als vorher. Das spielt für die Ausbreitung nun mal keine Rolle. Ja? Und zum Schluss einen Satz, den Sie gesagt haben. Sie haben ja zwischendurch in Ihren Ausführungen gesagt, es gibt keinen Grund zur Panik. Können wir vielleicht am Ende dieses kurzen Interviews auch einen positiven oder leicht optimistischen Ausklang dieses Interviews finden für unsere Zuschauer da draußen? Ja, gut. Also es gibt einmal, das wollte ich gerade sagen, wenn wir das ernst nehmen, was sich also sehr stark angedeutet hat, nämlich, dass das sogenannte Infection Fatality Risk, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich infiziert hat, auch im Verlauf der nächsten, wir sagen immer 4 Wochen, zu sterben, dass die im Sommer eben halt sehr viel geringer ist. Und wenn wir aufgrund dessen jetzt nicht versuchen, was meiner Ansicht nach vollkommen kontraproduktiv ist, im Sommer die Ansteckung insbesondere unter den Leuten zu verhindern, die nun wirklich nicht gefährdet sind. Und das ist
ehrlich gesagt, jeder unter 50 sowieso nicht. Ja, das ist ein, die Leute unter 50, es gibt immer welche, die es trifft. Und es ist ja eine tödliche Krankheit nun mal. Aber das ist extrem selten. Extrem selten heißt auch im letzten Jahr oder so, das war in der Größenordnung von 1 durch 10.000, dieses Risiko. Das ist wirklich extrem selten. Und wenn wir, das ist im, gilt für bis zu dem Alter von 50. So, und wenn man jetzt eben mal sagt, gerade unter diesem Aspekt versuchen wir nicht, jetzt im Sommer die Infektion mit welcher Variante auch immer klein zu halten, sondern wir lassen das Zeugs eben halt sich verbreiten und natürlich auch die Leute immunisieren. Das würde eben halt bedeuten, dass wir im nächsten Herbst nicht die Situation, wir müssen da die Bundesländer vergleichen, nicht die Situation von Sachsen haben, nicht die Situation von Thüringen, sondern die Situation von zum Beispiel Hessen. Beziehungsweise vielleicht auch eine günstigere Situation. Und damit müssen wir vergleichen. Natürlich, wenn wir jetzt wieder sagen, bei einem geringen Ansteigen der Inzidenz, oh Gott, wir müssen jetzt sofort wieder die Beschränkungen einführen, damit es sich jetzt nicht ausbreitet. Das ist absolut unverantwortlich. Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen, ja, man wird schon ein bisschen emotional, sollte man ja nicht sein. Also, ich weiß nicht, das ist vielleicht das Letzte. Okay. Herr Lukas, haben Sie ganz herzliches Dankeschön für das Interview und bald erscheint auf diesem Kanal auch ein längeres Interview, wo wir noch ein bisschen tiefer in die Mathematik einsteigen. Also lieber Zuschauer, ein guter Grund, jetzt diesen Kanal zu abonnieren und schreibt gerne auch in die Kommentare, was du über das Interview, über Jens Spahn und über die Inzidenzzahlen denkst. Danke und bis bald, dein Vlad. Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren? Einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst. Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.